Vor kurzem habe ich mich vor ein weiteres Selbstexperiment gestellt. Und nun ja, ich würde mal sagen, dass das Ganze ziemlich eskaliert ist. Minecraft-Comedy-Montagen, alles gibt es hier. Brrra, ganz viel Necklace-Content. In den Osterferien habe ich mich zusammengerissen und meinen Twitch-Account auf Vordermann gebracht. Eine ordentliche Beschreibung hinzugefügt, den Banner erneuert und Links hinzugefügt. Und dann ging es auch schon los. Ich habe eine Woche lang daily auf Twitch gestreamt. Zu Beginn war meine Motivation groß und ich habe an dem ersten Tag, haltet euch fest, ganze 10 Follower bekommen. Ich weiß, das ist nicht viel, aber es ist auch gerade erstmal der Anfang. In den folgenden Tagen war ich nicht so motiviert und habe nur circa eine Stunde pro Tag durchschnittlich gestreamt, weil ich die Analytics von Twitch nicht gefunden habe. Ich weiß, das klingt sehr weird, aber die Zahlen, die motivieren einen schon echt ziemlich. Beste Ausrede. Somit stand ich am Tag 5 mit 19 Followern auf Twitch. Nimm deinen Preis, du hast ihn dir verdient. Habe insgesamt 7 Stunden gestreamt und durchschnittlich 5 Zuschauer gehabt. Naja, das lief also bis hier noch nicht so gut, wie es im Titel steht. Wie sagt man so schön? Aller Anfang ist schwer. Und das traf es auch gut. Zudem habe ich auch noch die Streams fast immer auf meinem Discord-Server angekündigt. Ob das viel gebracht hat, ich weiß es nicht. Aber über die Leute, die am Start waren, freue ich mich sehr. Am letzten Tag der Woche ist dann etwas Unglaubliches passiert. Ich habe tonnenweise Follower bekommen. Es waren Bots. Leider sind Bots aber nichts Unglaubliches auf Twitch. Viele andere Streamer haben auch damit zu kämpfen. Was daran so doof ist, sie bringen keine Viewer. Es sind keine Zuschauer, es ist eine getäuschte und gefälschte Zahl. Ach, by the way, aber auch Live-Viewer kann man auch kaufen, aber für echt Geld. Und das sind dann auch wieder nur Bots, also das Ganze bringt halt auch nicht viel. Und ich rate davon auch ab. Ja, wenn man einen Grundbetrag an Viewern hat, dann kann das den Kanal doch schon ziemlich pushen, aber doch nicht so mit Bots. Twitch hat sich letztens auch dazu geäußert und hat gesagt, dass sie sich um dieses Problem kümmern werden. Doch was ist nun mein Fazit? Twitch ist eine Plattform, die nicht ohne Grund für das Livestream bekannt geworden ist. Das Design, das Feeling und die Clips machen diese Plattform einzigartig. Dazu ist es für den Streamer ganz einfach, einen Livestream zu starten. Man braucht im Gegensatz zu YouTube keine Thumbnails und keinen unnötigen Streaming-Schlüssel. Und die Analytics sind auch umfangreicher als auf YouTube-Streams. Mittlerweile habe ich über 2000 Follower, aber eigentlich sind es nur ungefähr 30. Weshalb ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde, wenn du mein Projekt unterstützen könntest. Denn ich streame ab sofort jeden Dienstag und Freitag um ca. 18 Uhr live auf Twitch. Ich habe es jedoch trotzdem geschafft, in der kürzesten Zeitspanne, die möglich ist, eine Twitch-Affiliate-Anfrage zu bekommen. Die Voraussetzungen hierfür waren 50 Follower, 7 Streams an unterschiedlichen Tagen, 8 Stunden Streamingzeit im letzten Monat und 3 durchschnittliche Zuschauer. Ach, und by the way, viele sagen, dass die 3 durchschnittlichen Zuschauer am schwierigsten sind zu erreichen. Aber wenn man selber den Stream gemutet laufen lässt und dann Freunde Bescheid sagt, dass man streamt, ist das so wie bei mir eigentlich kein Problem. Und ob ich diesen Affiliate-Vertrag annehmen werde, weiß ich auch noch nicht. Denn es gibt sehr viele Vor- und auch Nachteile. Wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt, dann seid doch schlau und mach ihn blau. Oh, warte mal, was war das denn für eine Verabschiedung? Auf Tomary-Style und ciao!